Oh, klasse, ein Wächter. Ich bin lieber vorsichtig hier unten. Was immer er auch beobachtet, muss einfach spannend sein. Er ist kaum noch bei Bewusstsein. Sag gute Nacht, Fischarten. Ein Überwachungsmonitor. Klein Schlafmütz da vorne hat doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich den mal rumdrehe. Schauen wir mal, was es so gibt. Der Übelator. Wenn ich es schaffe, ihn zu stehlen, kann ich vielleicht Flachs retten. Die Decke ist so niedrig, dass ich sie von hier aus berühren kann. Ich habe die Rüstung, aber ich kann nicht sehen, was ich mache. Schau mal, was es so gibt. Flachs und dem Nidlifizierer. Ich wiederhole, ich habe eine Spur von Flachs und dem Nidlifizierer. Der Idiot ist in die Canyons jenseits des verworrenen Waldes geflogen und hat sich völlig verirrt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Oh mein Gott. Wenn ich mich zum nächsten Mal melde, werden Flachs wie Wild und seine aufdringliche Maschine nicht mehr existieren. Halte durch, kleiner Freund. Halte durch. Ich glaube, der Magnet versucht, den Ritter festzuhalten, aber er ist noch ein bisschen zu weit weg. Ich glaube, der Magnet versucht, den Ritter festzuhalten, aber er ist noch ein bisschen zu weit weg. Irgendjemand hat diese Fliesen beschissen verlegt. Die da steht als Stolperfalle hoch. Klingt, als wäre das meine Rüstung. Nette Panzerhandschuhe hast du da, mein ritterlicher Freund. Man darf diesen Rittern die Hand nicht zu fest schütteln, selbst wenn sie darum bitten.
klasse. Drei Lieblingsneffen von Onkel Vidalus. Eine Kiste. Sie. Koppel. Hallo. Reh? In Ordnung, Freundchen. Weg von dem Frosch. Keine Aufregung. Ich bin ein Freund deiner Brüder. Meiner Brüder? Haben sie dich geschickt, um mich zu retten? Naja, Oh, ich wusste es. Also, mein neuer Freund, wie sieht der Fluchtplan aus? Tja, der Plan ist noch ziemlich in der Entwicklungsphase. Nur ein paar Notizen, eigentlich. Genauer gesagt, ich habe gar keinen Plan. Oh, hey, warte mal. Du bist der Fremde? Schätze, ja? Ich habe gehört, wie Vidalus über dich geredet hat. Und über irgendein transdimensionales Warp-Gerät, das er erfunden hat. Warp-Gerät? Er sagte, dieses Gerät könne ihn in deine Welt bringen. Er hat Experimente durchgeführt in seinem Hauptquartier im 4. Stock. Meine Welt. Das könnte meine Fahrkarte nach Hause sein. Ich gehe hier nicht ohne dieses Gerät raus. Aber was ist mit dir? Ich fürchte, das hier ist eine ziemlich schwache Rettungsaktion. Mach dir keine Sorgen um mich, mein neuer Freund. Jetzt, da du mich befreit hast, kann ich ans Ufer schwimmen und Hilfe holen, während du nach dem Warp-Gerät suchst. Ans Ufer schwimmen? Aber das ist unmöglich. Ach, Krötenscheiße, nicht für einen Frosch. Bevor ich gehe, möchte ich dir das hier noch geben. Ich glaube, er hat etwas mit dem Warp-Gerät zu tun. Aber ich weiß nicht genau was. Einer von Vidalus' Muskelmännern hat ihn fallen gelassen. Danke, Reh. Ich danke dir, dass du mich befreit hast, mein Freund. Das werde ich dir nie vergessen. Boah, viel Glück! In einer Kiste. Der älteste Trick der Menschheitsgeschichte. Doch gerade die Vorräte. Oh, ich dachte, wir spielen gerade Karten. Wir spielen ja auch Karten. Aber... Ah, vergiss es.
Ups, jetzt habe ich doch glatt aus Versehen Wasser über diesen armen, rostigen Roboter gekippt. Und da sagen die Leute, man soll nichts von der Stange kaufen. Wieso nicht? Ist schon gar. Die Zündschnur ist wirklich verdammt kurz. Ich sollte mich lieber beeilen. Oh, prima. Schätze, da gehe ich nicht drauf. Diese Party endete zumindest mit einem richtigen Knaller. Ein netter, langer und offensichtlich sehr stabiler Billardkö. Widerlus Gehilfen sind jetzt reisefertig. Sie sind jetzt zwar viel ansprechender als vorher, aber anfassen mag ich sie immer noch nicht. Clown würde sich schwarz ärgern, wenn er sehen könnte, wie sein Spielzeug einen konstruktiven Zweck erfüllt. Wow, was für eine Heizung. Macht hier jemand Hot Dogs oder sind das meine Eingeweide, die zu brutzeln anfangen? Der Fisch hat offenbar einen leichten Hitzschlag erlitten. Der kleine Flossenwedler wird wohl nichts dagegen haben, wenn ich diese Kiste an mich nehme. Ein echter Schlüssel. Und schon geht es wieder los.
Hoppla. Ich sollte lieber vorsichtig sein, wenn ich nicht ausrutschen will. Jau, dachte ich mir. Ist immer noch eine kaputte Dusche. Roter Alarm, Captain. Klingonen und Krokodile im Feuerbereich. Zeit, dass die Fliege die Fliege macht. Bei dieser Klimaanlage geht sich ja der Schneemann seinen Mantel holen. Mäßige bis frische Winde aus südlichen Richtungen, aber arschkalt. Und schon geht es wieder los. Damit erkläre ich die Badezimmer-Eishockey-Saison für eröffnet. Ich sollte lieber vorsichtig sein, wenn ich nicht ausrutschen will. Das dürfte lustig werden. Hier ist Mal. Ich wusste, das würde euch gefallen. Diese verrückten Grafen verstecken immer einen Reserveschlüssel im Aquarium. Ein Fall wie aus dem Lehrbuch. Nette Sonnenbrille. Ups, naja, immerhin ist die Sonnenbrille heil geblieben und in Reichweite. Na prima, jetzt hängt sie am Ventilator. Ein verborgener Schalter. Vielleicht öffnet man damit einen Geheimgang. Oder vielleicht schaltet man damit auch nur das Licht an. Oder den Ventilator. Oh! Nette Sitzgelegenheit. Ich könnte ja mal die Möbel umarrangieren. Sieht mir sehr nach einer Trittleiter aus. Großartig, wirklich großartig. Jetzt mache ich mich hier auch noch zum Esel. Und diese Pflanze hat meine Brille. Na, 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 na. Du kannst mich doch gar nicht fressen, solange du die Brille im Mund hast. Ich glaube es einfach nicht. Jetzt ist sie in der Vase, ja?
Ich hasse es, sowas zu tun. Manchmal. Es stimmt. Eine unbezahlbare Sammlung edler Antiquitäten und Möbelstücke ist zerstört worden. Aber schaut mal, wer dafür eine neue Sonnenbrille hat. Der Kopf sieht aus, als könne man ihn zurückdrücken. Aha. Ein blauer Kristall. Bewegt sich kein Stück. Scheint von innen verschlossen zu sein. Zeit, dass die Fliege die Fliege macht. Bewegt sich kein Stück. Scheint von innen verschlossen zu sein. Zeit, dass die Fliege die Fliege macht. Doppel-Aha. Der ist nur ein ganz klein bisschen zu kurz. Das war ja so leicht. Das ging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein Identitätsabtaster. Ich glaube, da muss man seine Hand reinlegen. Irgendeine Art Sicherheitssprechanlage.